Die Spreefüchse Berlin konnten sich am vergangenen Sonntag wieder einen Sieg sichern, wenn auch einen knappen, gegen die DJK MJC Trier. Gegen die Mietzen erspielten sich die im Durchschnitt 6 Jahre jüngeren Spreefüchse 2 wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. They are a much different team that we are used to play. Tough defense, a tough game. It will be a really close game, I think. But I think with our speed and our movement of the ball, we can fight and we can win the game today. Doch vor allem die Körpersprache seines Teams gefällt Trainer Miranda zu Beginn der Partie überhaupt nicht. Die Damen wirken noch nicht zurecht bei der Sache, immer wieder zwingen unnötige Ballverluste oder Würfe auf den gegnerischen Kasten die Berlinerinnen torelos in die Defensive zurück. Hier lassen sie ihren Gästen eine Menge Raum und der wird auch genutzt. Letztlich ist es Fabienne Kunde, die ihre Mannschaft in der ersten Halbzeit im Spiel hält. Der Ersatz für die angeschlagene Vanessa Mack kann vor allem mit ihrer Durchsetzungskraft glänzen und so geht es mit nur einem 3-Tore-Rückstand in die Pause. Also ich glaube, dass wir in der Abwehr schon gar nicht so schlecht standen, dass 1-2 kleine Fehler immer noch waren, die wir noch ausbessern müssen in der zweiten Halbzeit und wir im Angriff auch sortierter spielen müssen und ruhiger werden. Sortierter und ruhiger wurde es, vor allem vor und im eigenen Tor. Eine überaus starke Annabelle Krüger kümmerte sich um die wenigen Angriffe, die ihre jetzt deutlich wachere Defensive durchließ. Und die neu gewonnene Stabilität in der Verteidigung sorgte auch für einen Aufschwung im Angriff. In den ersten 6 Minuten machten die Spreefüchse aus einem 14:17 ein 20:18. Leider verpassen es die Spreefüchse in den nächsten Minuten den sprichwörtlichen Deckel drauf, den Sack zuzumachen und die Partie für sich zu entscheiden. Zu viele vergebene Großchancen im Angriff ermöglichten es ihnen nicht, davonzuziehen. Trotzdem können sich die Damen am Ende über 2 wichtige Punkte freuen. Ja, erste Halbzeit haben wir nicht überzeugt in der Abwehr. Da haben wir einfach zu viele Fehler gemacht, zu wenig. Sind wir auf den Mann gegangen, haben viel über Block versucht zu lösen, hat nicht ganz so funktioniert. Ja, in der Halbzeit gab es einen kleinen Input vom Trainer. What happened? You need to find a way to motivate yourselves and keep going, keep going, keep going. And they did it a marvelous, amazing job in the second half in defense. We only suffered 11 goals instead of 17. And then on building on that, we are much more confident in the attack and everything flows. Wer die Spreefüchse auswärts unterstützen will, einfach mal mitreisen will, kann sie am kommenden Sonntag gegen den TuS Lindford sehen. We will need to build on defense, prepare really well the game and use everyone so we can push the game and be always fast break, fast break, fast break. And I think it will be a different game than this one, but a close game as well, so a tough game as well. Das nächste Heimspiel dann am 8. Dezember gegen den Meister und aktuellen Tabellenführer Rosengarten.